das große Bild, das sind wir ohne Nasen. Das hat der Stumpen gemacht, wieder sehr fein, passend auch zu unseren vorherigen Covers. Also wir sind eigentlich dem Stil treu geblieben. Das ist bloß jedes Mal etwas anders. Das ist eigentlich recht ungewöhnlich. Aber das resultiert von einer Geburtstagsparty, die er geschmissen hat. Ich spreche jetzt sehr stark. Ist ein bisschen fett. Noch ein bisschen fett, ja? Soll ich es verstecken? Soll ich es verstecken? Hast du das gehört von mir? Läuft. Stichwort aktuelle CD, Tribute to uns selbst. Was denkst du selber über das neue Werk von Knorr-Kator? Ich bin sehr glücklich damit. Die Erwartungen für die neue Platte waren sehr groß. Es gewittert hier, würde ich sagen, am Müggelsee. Was nun unwesentlich mit dem Album zu tun hat. Die Erwartungen waren sehr, sehr groß und die sind auch noch sehr groß. Und deswegen bin ich umso froher, dass ich erstmal selber glücklich bin mit dem Produkt. Es klingt gut, es hat kecke Texte. Es hat auch einen etwaigen Durchschnitt wie die letzten beiden Platten. Also wenn man sagt, es fängt soft an, hat einige Naja-Titel bei, obwohl ich sage, die sind recht gut Naja. Und hat auch sehr groben Hardcore, so, wenn ich Titel 12 mal ankündigen könnte. Ja, und das ist allein ja Regie. Das sollte eine andere Kapelle erstmal so hinkommen. Ich bin also sehr stolz. Wie ist denn nun der ganz normale Entstehungsprozess eines Titels auf dieser CD? Wir nehmen mal den vorletzten eurer Scheibe. Also ich stehe morgens auf, esse eine Stulle. Der normale Werdegang einer CD ist der, dass wir wissen, wir machen eine Platte im Jahr etwa. Und dazwischen sind wir halt immer nur unterwegs. Ich mache jetzt dabei das Ei auf. Dabei könnt ihr jetzt beobachten, wie ich das Ei jetzt, also im Verhältnis zu jedem anderen Menschen, also das Köpfen und so, ich pelle das Ei also vollkommen ab. Alf hat also ein Jahr Zeit, sich Gedanken zu machen, zwischen 12 bis 15 Titel zu schreiben und zu komponieren. 3 Monate oder sagen wir mal 4 Monate vor Veröffentlichungsdatum setzen wir uns dann hin, oder sagen wir mal 5 Monate, ja, 5 Monate, setzen wir uns dann hin. Und bestimmen dann, welche Titel dann auf die neue Platte kommen. Das Ei ist übrigens sehr weich gekocht, das macht es also schwer zu schneiden. Ich kann es jetzt mit einem Haps mal nehmen. Und es ist noch sehr heiß und sehr weich, aber es schmeckt gut. Ich habe Salz vergessen. Dann bestimmen wir darüber, oder wir finden darüber, welche Titel auf die Platte kommen. Dann setzt sich Alf, insofern er nicht schon so die meisten Sachen vorbereitet hat auf Band, hin und arrangiert und komponiert. Ich bin dann 1 bis 2 Wochen später dran, vielleicht, naja, ich will mich jetzt nicht mit der Zeit so festlegen, und singe alles. Und es sollte dann wirklich so passieren, dass ich vorher keine Auftrittstermine hatte. Nuschel ich jetzt? Das geht noch, ne? Weil ich dann nicht so toll singen kann, nicht so eine saubere Stimme habe, nicht so... Also die Stimmen, da sind ja immer, wenn ich so live so schreie, recht belegt und beklebt. Meine Katze kommt, guten Tag. Das ist Fred. Er hat noch eine Freundin und die heißt Ursula. Die ist aber scheuer, aber auch lieb. Aber auch wiederum, diese beiden Katzen haben nichts mit der Platte zu tun und auch keinen Einfluss auf die Antwort. Ja, und dann singe ich alles und das dauert dann so 1-2 Wochen, vielleicht schon 3. Das macht sehr großen Spaß, weil Alf hat also konkrete Vorstellungen und es ist halt nicht so, dass ich 1 oder 2 Stimmen singe, so mit einem mitteleuropäischen Intervall, Schweineterz oder irgendwie eine olle Quarte, sondern Alf hat also ein komplexes Arrangement, eine komplexe Komposition im Kopf, die doch an einigen Stellen sehr an Bach erinnert, an Fugen und an Chöre, an Choräle und so.
Inwieweit man jetzt nur in der Lage ist, das auf der Platte zu erkennen und zu ermitteln, das weiß ich nicht. Also ich finde schon, das sind schöne Stellen bei. Ihr könnt auch währenddessen mal sehen, dass ich also ein Kabel im Arm zu hängen habe, was dann auch geht. Ja, und dann nach ist Basti dran. Er spielt dann also seine Fender-Gitarren ein, die er nicht hat. Basti hasst der Fender-Gitarren. Und jetzt hätte die Räusper-Taste gedrückt werden müssen. Und dann, wir haben ja bei der letzten Platte einen Trommler bei gehabt. Der hat also gut getrommelt, viel und gut. Und hat also auch einen sehr großen Einfluss auf den Klang und auf das Gesamtbild der Platte gehabt. Also hat schon Einfluss gehabt. Manchmal schon zu viel, aber Räusper-Taste. Ich bin ja in meiner eigenen Wohnung, ich kann das auch ohne Hand davor. Ei und Krümel. Ja. Und dann irgendwie haben wir immer eine Deadline von der Plattenfirma, die wir auch fast immer einhalten. Da wird es noch schön gemastert und alles schön laut ist. Heutzutage muss es ja nicht nur schieben, Dampf, so Bass und so, sondern es muss auch laut sein. 0 dB kann aber auch sein. Und wir wollen, also 0 dB muss laut. Und die Platte ist laut. Ja. Kannst du auf den vorletzten Titel nochmal eingehen? Oh, ich muss jetzt nicht mal gucken, welche das ist. Du könntest es jetzt schneiden, du könntest aber auch das weiter filmen. Also du fragst mich zum vorletzten Titel. Der ist schon recht alt. Das war damals so ein Titel, der wunderbar ins Konzept passte, Hardcore zu zelebrieren, also die Leute vom Kopf zu sparen. So, hier hast du Hardcore. Erstaunlicherweise stimmen Text und Musik überein, beides sehr grob, aber nicht ernst zu nehmen. Man könnte es sensibel formulieren, gestatten Sie, junge Frau, dass ich Ihre Geschlechtsorgane benutze. Man kann es aber auch so sagen, wie es kaum jemand, oh, ein Krümel während des Sprechens, sagt, ey, du alte Fixau. Und dann werden da eben ein paar Zeilen gesungen, geschrien, gerufen, die recht grob sind, die recht grob klingen, die sehr unanständig wirken, die auch sehr brutal sein könnten, wenn man es zelebriert und auch umsetzt. Also es ist in keinster Weise irgendwie realitätsnah, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Es ist sehr konsequent und auch sehr grotesk, es ist sehr bizarr. Und auch sehr, aber auch sehr spaßig. Also für mich ist es absoluter Trash-Punk. Ein Fussel. Trash, ja, Punk. Ursprung. Wie gehen Leute mit euch um, die von euch noch nie was gehört haben? Das weiß ich nicht. Ich habe ja von denen auch noch nichts gehört. Also es gibt sicherlich eine Menge Leute, die von uns nichts gehört haben. Ich kann es nicht sagen, weil also viele haben ja sicherlich durch den Grand Prix den ersten Augenaufschlag von uns erlebt. Und waren so erstaunt, dass man also beim Grand Prix so einen Skandal und die einen sagen, nee, und die anderen sagen, oh, ist ja geil. Und obwohl wir ja beim Grand Prix noch gar nicht das gemacht haben, was wir wirklich auch machen und auch machen können. Das war ja halt nur so ein kleiner Abriss. Viele sagen, oh, es ist toll, und die anderen sagen, es ist kacke. Also wie vorher eigentlich auch, nur dass das Spektrum ein bisschen größer geworden ist. Knockhart sind ja bekannt geworden durch die skurrilen Live-Auftritte. Was dürfen wir jetzt von euch erwarten? Skurrile Live-Auftritte. Weiß ich nicht, vielleicht, also ich habe schon irgendwie, ich habe diesmal das Ei anders aufgemacht, ich habe jetzt gerade einen Hahn tritt hier. Oh. Also wenn man nicht wüsste, was hier drin ist, dann schmeckt es ja gut, dann würde es gut schmecken. Da ich jetzt aber weiß, was hier drin ist, lege ich das Ei wieder hin. Also das Doofe ist, lässt du das bitte, geh weg, das ist mein Essen. Das Doofe ist, dass man nicht die Zeit hat, genauso wie in einer Platte ein halbes Jahr zu arbeiten, auch ein halbes Jahr an Live-Produkt zu arbeiten. So zwei, drei Wochen Touren und dann Hardcore und dann wieder. Weil wir sind das ganze Jahr unterwegs. Vielleicht zwei, drei Wochen Pause. Und das ist sehr schwer, neben den Produktionsarbeiten, neben dem ganzen, das Telefon. Ich lasse jetzt mal den Anrufbeantworter für mich arbeiten. Das klingelt jetzt noch, glaube ich, dreimal. Wir können auch warten. Ich könnte also das andere Ei konventionell in meiner Art und Weise abfällen. Gehst du mal bitte aus dem Bild, damit die Kamera das aufnehmen kann? So. Aber er brummt und hat einen steifen Schwanz. Das ist ein Zeug für Unterlagen. Das ist wie bei Menschen.
Jetzt müsste der Anrufbeantworter angeben. So, und ich würde... Wollen wir mal hören, was sie da so sagen? Das ist auch ein recht dober Anrufbeantworterspruch. Die Nummer gibt es uns aber noch. Das werden wir aufnehmen können. Ja, ich mache da noch einen schönen. Also extra für. Ich nehme das mal wieder so wie vorhin. Ich weiß noch nicht, wer dran ist, weil es ist zu leise. Hm. Ich höre nicht, ist egal. Hm. Ich merke, wenn ich mich unterhalte, speise ich sehr langsam. Das ist gut. Gut, live. Also, ich glaube schon, dass wir eine Live-Kapelle sind und dass wir eine gute Live... Ich habe gerade geschorft, Paul. Ich mache das auch mal weg hier. Ich ziehe es mal auf, damit das so viel ist. am liebsten stehe ich eben auf der Bühne und singe. Jetzt klingt es auch noch das Handy. Ich habe das mit mir mal das Handy gehen. Dann brauche ich nicht aufstehen, dann kann ich ein bisschen... Jetzt hast du dir bestimmt wehgetan. Danke sehr. Also du wirst jetzt Zeuge einer Kameraaufzeichnung. Du hast gerade auf mein Band gesprochen und ich habe nicht reagiert, weil ich dachte mir, dass du dann auf dem Handy auch nochmal anrufst. Red mit mir. Ja, du kannst einfach mit mir reden. Ich gucke starr in die Kamera und ich spiele dir dann dieses Band zu, dass du mich störst. Manager, red mit mir. Es ist mein Manager. Markus, was hast du? Hm? Hm? Ja. Hm? Meine Telefonnummer hast du ja, ne? Hm. Eine was bitte? Ach, gib einfach meine Nummer raus. Hm, ausnahmsweise, für die Presse tue ich ja so eines. Ich bin mutig. So, nun fass dich kurz, ich bin im Interview. Ich mache jetzt mal weiter mein Interview. Ich spiele dir dann die Kassette vor, wenn ich dann mal eine zugeschickt kriege. Tschüss. Er schüttelt den Kopf, Markus. Soll ich das Interview beenden? Ich hau ihm auf die Fresse. Gut, tschüss. Das unterlasse ich jetzt mal. Überall das Kabel im Korb, überall die Ablenkung, Telefon, Katze, habe ich auch nicht die Frage vergessen. Wir können ja nochmal ansetzen. Also wir sind ja ausschließlich eine Liveband, die ab und an eine Platte produziert, die, wenn man sie sich kauft, vielleicht gar nicht mal so toll wirkt. Und wenn man aber ein Konzert gesehen hat, die Platte, also ein Erinnerungsstück, total toll ist. Und mit dieser Platte ist uns, der neuen Platte Tribute to uns selbst, ist uns also ein, wie sagt man, ein geglückt, ein, wie sagt man, ein nicht ein Doppel, ein doppeltes Spiel, das ist ja, wie sagt man denn dazu? Kann mir jetzt der Micha helfen? Nein. Ein Glanzstück ist es nicht, also von das wollte ich jetzt nicht sagen. Wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es ist also ein gutes Stück zur Erinnerung an das Konzert, was dann auch kommen wird ab Oktober. Und es ist auch eine gute Platte zum Alleinehören, ohne ein Konzert gesehen zu haben. Es juckt. Und wir werden sicherlich wieder eine... es klingelt wiederum, ich werde jetzt mal kurz... Das ist das letzte Telefonat, was ich annehme, weil ich bin in einem Interview... Oh, mein lieber Basti. Der liebe Basti kommt jetzt auch gleich. Komm mal angeschwommen. Du kannst dann entweder bei Alf oder im Studio bitte klingeln. Klopst, Alf ist schon. Ich bin hier oben, ich filme gerade oder ich werde gefilmt, während du mich störst, lieber Basti. Klingelst du bei Alf bitte oder unten im Studio. Gut, bis gleich. Ich lösche das Netz. Es hin und esse noch ein wenig von der Gurke. Also, wie war denn deine Frage eigentlich? Gibt es bei euch live oder in der textlichen Umsetzung Sachen, die ihr nicht machen würdet, wo es Grenzen gibt, Tabus? Auf jeden Fall. Also Texte, ich würde nie Texte singen über Fäkalien und über
übers Ficken. Das würde ich einfach nie machen. Und ich würde mich halt nie politisch äußern. Das ist also ernst zu nehmen. Jede Fusion zwischen Musik und Politik ist ein Witz, ist Verarschung. Also wer sich vor den Karren spannen lässt, ist doof. Und wer der Meinung ist, sich durch die Politik supporten zu lassen, indem er irgendein politisches Thema aufgreift, und, oder nehmen wir als Beispiel mal die Toten Hosen mit diesem Fußballscheiß hier. Das finde ich hochgradig peinlich, nicht nur vom Inhalt, sondern auch von der Art und Weise, wie sie es darbieten. Zumal sie es auch nicht nötig haben. Und sich aber, also diese ganze Diss-Thematik, wisst ihr, ich das jetzt mal denen, was eigentlich dem Hip-Hop sehr eigen ist. Oh, yo, man, yeah, yo, scheiße der und hier. Das sowas sollte man einfach tun, nichts unterlassen. Und schon das Recht an der Musik. Jeder sollte seine Freunde und seine Feinde selber suchen und nicht durch irgendjemanden beeinflusst werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn man halt sich der Politik widmet, was ich für sowieso recht sinnlos betrachte oder erachte, weil man ist nicht in der Lage, Politik so zu begreifen, wie sie auch richtig funktioniert und vor allen Dingen, die solche auch positiv zu verändern, geht nicht. Und mit Musik erst recht nicht. Wenn also morgen die Fee kommt und sie hätte drei Wünsche in ihrer Tasche, wofür würdest du dich entscheiden? Und den ersten Wunsch, am nächsten Tag noch eine Fee. Und der zweite Wunsch, eine Fee für Alf. Und der dritte Wunsch, eine Fee für Basti. Wenn ich mir nochmal euer Cover so ansehe, ja, das Cover-Artwork, dafür bist du ja zuständig. Ja, leider nicht für die Qualität des Druckes, aber für den Entwurf. Was hast du dir dabei gedacht? Nichts. Ich würde jetzt mal so sagen, wir haben uns geeinigt, dass man, wenn die Frage kommt, folgende Antwort geben werden. Die Platte ist ja rein optisch und ästhetisch so aufgebaut. Oben der Name, dann halt der Titel der Platte und dann die Gesichter. Das hat alles nicht auf die Platte gepasst. Entschuldigung, ich habe gebraucht gesagt, wollte aber gepasst sagen. Da habe ich mich jetzt entscheiden können. Stauchst du jetzt den Namen von der Größe her, dann wäre er nicht so gut lesbar gewesen. Das war in sich gut hier. Das sieht man leider sehr schlecht. Also hier mit diesem, hier ist noch so ein Oval eingegeben. Das hätte dann mehr zu tief gekommen. Das hätte also optisch nicht gepasst. Und dann hätte ich mich entscheiden können, ja, was ist wichtig an uns? Schneidet man hier unten was ab? Nee, da kommt was vom Tattoo weg. Oder oben die Haare, dann ist Basti auch ein bisschen reduziert. Ich mir gesagt, okay, die Platte kannst du hören und auch sehen, aber riechen kann man sie nicht. Also braucht man die Nase nicht. Also schwupps, weg. Und aber ich, wie gesagt, es gibt ja hier so eine nette Fotogalerie. Habe ich mich dann auch entschieden, weil das ist, sieht auf dem Original dann, also die käufliche Platte, man verkauft ja auch Platten über die Plattenfirma. Dieses kleine Bild hier, ich weiß nicht, ob du das mal ranzoomen kannst. Ich stelle es mal hier so vor meine Stullen. Da ist Alf zum Beispiel, hat er auch keine Augen, weil... Da war ich dann einfach, da war ich gut in Form und gesagt, ach, mach so ein bisschen Schabernack, mach die Augen noch weg. Habe ich dann halt die Augen weggemacht. Ja. Ihr kommt ja nun aus vielen Ostbands von früher. Was sagen denn eure ehemaligen Musikerkollegen zu eurem musikalischen Werdegang? Bei Basti, Entschuldigung, also meiner lieben alten Frau, der Gitarrist, hat ja in vielen renommierten Ostkapellen gespielt, MCB, Keks, Monokel. Ich glaube, ja, seine Kollegen sind alle tot, weil sie schon so alt sind. Und Alf und ich haben eigentlich nicht groß in irgendwelchen Ostbands gespielt. Ja, wir haben irgendwie bin hier, ein bisschen da, aber alles nicht von Bedeutung. Und von daher, also wir haben sicherlich viel Kontakt zu Musikern gehabt. War noch immer bei diesen Rockkonzerten, immer hinten an der Wichswand und haben schön mit abgestimmt. Und da schließt sich vielleicht der Kreis. Das ist übrigens Obis selbstgemachte Marmelade. Da sieht das sehr groß aus wie Unkengrütze. So aus dem Teich. Also die Leute, die uns damals nicht kannten, die uns jetzt kennen und Rockmusiker sind, die finden es alle ganz toll. Zumindest 90% oder auch 97%. Und oh, das ist Kräuter. Das ist bestimmt eine Suppe. Oh, schmeckt wie Mayonnaise. Das soll Marmelade sein. Oh, nee. Oder da waren vorher Knoblauchzehen drin in der Marmelade. Oh, ist das übel. Entschuldigung. Ja. Und eigentlich, die Einzige, der noch was mit alten Musikern oder mit alten Ostmusikern
zu tun hatte, und hatte das Basti eben. Und der wird die Frage sicherlich ausgiebig beantworten können. Prost. Man hat das rein und auch das runter gehört. Und das raus auch. Bitte. Wo holst du denn deine Inspirationen her? Ich. Wenn es welche gibt. Hier, von sowas. Welche meinst du jetzt? Wenn du Texte schreibst. Ich schreibe ja keine Texte. Also ich habe die wenigsten, ich habe Texte gesagt, würde aber Texte sagen. Ich schreibe eigentlich die wenigsten Texte, sagen wir mal 10% oder 5, wenn es hochkommt. Ich habe mir von Alf sagen lassen, dass er damals eigentlich, als er begonnen hatte, das eigentlich wegen mir gemacht hat, diese Texte, die er jetzt schreibt. Weil ich habe damals halt in einer Kapelle, die hieß Beuelshausen, auch so ein bisschen Schmutz über Pickel, Grieben und über, was weiß ich, über halt über selber klöppeln und so, über Schwitzen, die Dinge, die einem also fast alltäglich passieren. So in Wilhelm Buschmann hier versucht, ein paar Vierzeiler zu machen und dann ein bisschen Musik rumgebastelt. Und es war ganz spaßig. Und Alf hat es dann eben absolut korrekt auf den Punkt gebracht. Ich versuche jetzt mal ein Kunststück. Das ist mir nicht ganz endlich gelungen. Fast aber. Ich habe zumindest nicht gekleckert. Aber farblich passt es doch recht toll. Ne? Also, Und Alf hat dann halt zum Beispiel. Ich verschluckte das zu viel, tut mir leid. Und vor allen Dingen passt auch dieses zum Cover. Ich kann das auch mal, das ist so eine Werbung, die hasse ich ja auch. Also. Das fand ich jetzt ganz schön witzig. Ich nehme mal das Kabel auf, weil ich eine Zigarre stehe. Die tolle neue Platte, Tribute to uns selbst. Guten Tag, Ursel. Das ist also meine zweite Katze. Guck mal her. Guck mal her. Ich habe steifer Schwanz, heißt gute Laune. Magst du mal heilutschen? Hört auf zu lachen. Ich teile gerne mit meinen Mitbewohnern. Du hast erst was runtergeworfen. Das ist bitte erst auf. Gut. Die Inspirationen, die Alf eigentlich da hat, die sind Alltäglichkeit. Also er befasst sich halt sehr intensiv mit der Betrachtung, mit der Beobachtung der kleinen Dinge, die eigentlich in Vergessenheit geraten, weil man sie alltäglich tut und vergisst. Und er hat einen sehr eigenen Charme entwickelt, eine eigene Art und Weise, Struwwelpeter und Max und Moritz, so von der Lyrik. Was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Vielleicht kriegt das auch verstanden, was ich gesagt habe. Also irgendwie wollte ich sagen, dass er die Dinge, so wie sie sind, wirklich sieht, beobachtet halt und sieht, aufschreibt, das reimt und das macht es gerade zu dem, was es ist. Ja, ich bin sehr glücklich, dass er so ist und dass er auch so sieht und auch so beobachtet. Ich kann dir noch ein bisschen mehr geben, hier von meinem Finger. Und jetzt hast du... Das sah ja toll aus. Jetzt lutsch erstmal deine Nase. Wir spielen eigentlich selten. Deine Nase ist gelb. Das interessiert wahrscheinlich auch niemanden. Aber es ist eine ernst Liebe. Ursel heißt sie. Was war denn für dich der peinlichste Moment mit der Band? Der peinlichste. Der peinlichste Moment. Das durfte ich eigentlich nicht ausstrahlen. Ich hatte einen peinlichsten Moment mit der Band. Das erzähle ich aber. Das erzähle ich nicht. Ich hatte eins. Auf jeden Fall. Alle anderen Dinge waren nicht peinlich. Nur das eine. Ich habe mich in einer, Alf weiß Bescheid und Basti weiß auch Bescheid. Es gab eine Sekunde, da habe ich mich so geschämt. Da musste ich wirklich gehen. Stimmt's Basti? Stimmt's Alf? Ich war's nicht. Einer von den beiden war's. Und dann? Nee, das war eigentlich so die einzige. Die anderen Dinge waren nett und unterhaltsam, die wir dann gemacht haben und die... So, jetzt bin ich wieder der Mittelpunkt. Geh weg. Plätzchen. Geh weg. Ich warte mal jetzt mal, bis sie dran ist und dann lege ich sie hin. Nee. Und sonst legt sie sich doch immer hin. Also jetzt tut sie es natürlich nicht. Okay.
Was möchtest du persönlich noch erreichen? Ich möchte in jedem Fall, ich habe übrigens schon die zweite Stulle angebissen, ohne dass ich die erste aufgegessen habe und nicht weiß, warum ich eigentlich die zweite angebissen habe. Wenn ich persönlich erreichen will, ich will mich, ohne die Nase rümpfen zu müssen, Knoblauch-Tzatziki-Käse essen, mein ganzes Leben lang. Ich möchte einmal mit Musik mein Geld verdienen, ohne dass ich mir dafür keinen Schlaf und keine Ruhe gönne. Also ich möchte eigentlich damit auch meine Ruhe haben. Ich möchte morgens aufstehen, wissen, dass es mir gut geht, dass ich mir um nichts Sorgen machen muss. Riecht ihr das? Tzatziki. Ich möchte mir also um nichts mehr Gedanken machen müssen, was das Leben lebenswert macht. Das ist so eigentlich mein Wunsch. Ich bin sehr glücklich, dass ich Musik machen kann, dass ich eine tolle Veränderung habe, was die Stimme betrifft und dass ich damit eben auch mein Geld verdienen kann. Aber es hängen noch so viele Probleme damit zusammen. Unsägliche Dinge, die also einfach nicht sein müssen. Von der reinen Logistik und von der Organisation, von der Herangehensweise, da gibt es viele Sachen, die kacken einfach nicht. Und die möchte ich nicht mehr. Ich hätte jetzt von dir noch ein gepflegtes Schlusswort. Am liebsten würde ich jetzt haben, würde ich es jetzt haben, es tut mir leid, aber ich würde mich am liebsten jetzt hier hinhocken und pupen können. Einfach nur so, ich kann es aber momentan nicht, weil ich habe leider keine Nahrungsaufnahme in der Art vorgenommen. Aber ein gepflegtes Schlusswort. Ich könnte jetzt was sagen, da würde mir die Plattenfirma wahrscheinlich den Kopf abhacken. Was mir wichtig ist. Wichtig ist mir, dass ihr, egal von welchem Medium, ihr Knorkato her kennt. Film, Funk, Fernsehen, CD, Platte, Live, CD. Hab ich schon. Oder auch Internet. Also MP3, Load, lalala. Macht euch euer Bild und seid ehrlich, sagt, findet es toll oder findet es kacke. Ihr müsst euch nicht die CD kaufen. Ihr müsst auch nicht unbedingt ans Telefon gehen, wenn es klingelt. Ihr müsst einfach nur wissen, wer oder was Knorkator ist. Und könnt es aber auch lassen. Mir fällt kein gutes Schlusswort ein. Ein nettes Schlusswort, ein gepflegtes Schlusswort. Ein gepflegtes Schlusswort. Ich bin noch ein bisschen jetzt verwirrt, weil der Anrufbeantworter da irgendwie läuft. Es ist jetzt gerade keiner rangegangen. Sie liegt! Das ist mein Schlusswort. Während das Telefon klingelt, habe ich meine Katze überholt. Mein Schlusswort. Martini ist nur dann ein Genuss, wenn man ihn in einem Longdrinkglas einer doppelten gepflegten Menge, nämlich 0,1 Liter. Ich beende nochmal diesen jetzt abrupt. Ich mach's nochmal fertig. Mein gepflegtes Schlusswort. Du kannst das schneiden, aber ich kann nochmal anfangen. Während ich Red Bull trinke, habe ich jetzt ein geschlägtes Schlusswort. So, stumpfes Schlusswort. Stumpfes Schlusswort. Meine Empfehlung an den Tag. Martini Bianco in einem Longdrinkglas mit ganz viel Eis, etwas Zitrone, ein Strohhalm, ein paar Minuten stehen lassen. Etwas rühren oder auch schütteln und die Katze vorbeigehen lassen und dann trinken. Gibt nichts Besseres. Glaube ich. Außer Red Bull. Und? Aktuelle Scheibe, Tribute to uns selbst, steht ab jetzt in den Plattenläden. Was denkst du selber über das Album? Also ich finde, dass das von den drei Alben das gelungenste ist. Also ich fand das erste Album, fand ich zwar auch insofern sehr gelungen, weil es wirklich Hammer auf dem Kopf war, was aber wiederum soundmäßig nicht so gut war. Also dieses Album ist irgendwie von der Gesamtheit her und so vom gesamten Sound und
finde ich, ist es das Beste von uns. Auch viel besser als das zweite. Da war ich nicht so ganz so begeistert von. Das hat aber, das ist jetzt eine lange Geschichte und ja. Wie ist denn der Entstehungsprozess bei euch bei so einer CD, bei so einem Titel? Ich möchte mal was Genaues wissen zum vorletzten Titel. Zum vorletzten Titel, welcher ist denn das? Das ist, ja, also zu diesem Song möchte ich mich eigentlich gar nicht äußern, der hat nichts mit mir zu tun. Nein, also der Song ist eigentlich, es ist ein uraltes Lied, was Knorkator, das war glaube ich das erste. Ich bin ja erst ein Jahr später zu Knorkator gekommen und ja, und eigentlich dachten die beiden sich, also Alf und Gero, dieses Lied wird nie erscheinen, aber es ist doch erschienen. Aber wie gesagt, ich möchte mich eigentlich zu diesem Song nicht äußern. Ich habe eine 10-jährige Tochter. Ich weiß immer noch nicht, wie ich ihr das erklären soll. Also. Ja. Wie werden die Songs bei euch ausgewählt, wenn sie aufs Album raufkommen? Also das machen wir so. Bei diesem Album sind ja also fast alles neue Songs drauf. Bei den anderen beiden Alben war das, bei den ersten beiden war das so, dass das unheimlich viele Songs da waren. Und dann haben wir, also beim ersten Album zum Beispiel, haben wir uns hingesetzt, jeder hat seine Lieblingssongs aufgeschrieben und dann haben wir das von allen dreien, welche übereinstimmten, die haben wir dann genommen. Beim zweiten haben wir es ähnlich gemacht. Und bei dem ist es eigentlich so, dass die Songs, die Alf gemacht hat, auch genommen worden sind dafür. Und es war also, seine Textideen, die holt er sich ja mehr oder weniger auch durch uns. Also durch alle möglichen dämlichen Situationen. Und seine musikalischen Ideen, ja, die holt er, weiß der Teufel woher. Der Album? Aber er macht's eben. Er macht's, also im Großen und Ganzen macht Alf wirklich die ganze Musik alleine und die Texte auch. Und bis jetzt ist es eigentlich immer so, dass wir davon doch auch alle sehr begeistert sind. Also es gibt da keine Querelen. Ich muss auch sagen, für mich ist das die erste Kapelle, also hier sind die, wie soll man sagen, also jeder hat seine Aufgaben, das ist ziemlich klar gestellt. Dadurch gibt es bei uns auch keine großen Reibereien. Ich habe sowas eigentlich selten erlebt. Also ich habe ja nur schon in X-Kapellen gespielt und immer gab es dann irgendwie Streit darüber und dann ist einer ausgestiegen und hat weiß ich, was ist der Teufel und das war eigentlich immer nur schlecht für die Band. Das gibt es ja eigentlich bis jetzt nicht. Also wir sind uns da sehr einig, was das Konzept der Kapelle angeht und das ganze musikalisch und alles drum und dran. Macht uns ja auch höllischen Spaß. Wie sind es zu dem Albumtitel gekommen? Also das war, glaube ich, Geros Idee. Wie heißt denn der? Der heißt Tribute to uns selbst. Ja, ich weiß eigentlich, ein Tribute ist eigentlich immer erst, wenn jemand 20 oder 30 Jahre irgendwas gemacht hat und 100.000 Platten, aber ja, das soll also quasi ein Tribut zu unseren ersten beiden Scheiben sein. Gab es für dich mit der Band einen peinlichen Moment? Nee, gab es nicht. Ich muss dazu sagen, es war so bei mir. Ich, wann war denn das? 96. 96 rief mich Gero an und sagte, ja, Hilfe, wir brauchen einen Gitarristen und unser ist ausgestiegen, wir können bei der Rio Reiser Tour mitmachen und hast du Lust? Nur hatte ich in den Kapellen, wo ich gespielt habe, war nicht viel los. Ich habe gesagt, na, erstmal für die ganze Tour sage ich erstmal zu, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Ich wusste nichts. Ich wusste von dieser Band, ich kannte nur ein Plakat, wusste, dass es nun nicht irgendwelches Mainstream-Zeug ist, also dass es irgendwas anderes ist, wusste ich schon, aber was Konkretes wusste ich nicht. Und als mir Alf denn die ganzen Demo-Tapes sieht, dachte ich auch erst, was ist denn das? Ich dachte so, wusste aber andererseits auch viel schmunzeln über die ganzen Texte. Und das hat von dem ersten Gig an,
so einen höllischen Spaß gemacht. Es war eigentlich auch, ich habe das nie irgendwie als denn im Endeffekt als peinlich empfunden. Ich habe am Anfang auch gedacht, ich dachte, was für Publikum kommt zu Knockhater? Und es stellte sich ja dann relativ schnell raus, dass das wirklich von 14 bis 40 ist. Also teilweise ganze Familien da angetanzt kommen. Und nee, also eigentlich gab es keine peinlichen Situationen. Also zumindest nicht so, dass mir sofort eine einfällt. Wie reden deine ehemaligen Musikerkollegen über dich oder über den Werdegang von Knorkator? Also wie sie über mich reden, weiß ich nicht. Über den Werdegang finden sie eigentlich zu 90% alle gut. Das finden sie, also die meisten finden es auch gut. Es gibt natürlich die Kategorie Musiker, die aus der Blues-Ecke kommen, die verstehen es nicht. Die sind irgendwo auch zum größten Teil, also gerade was meine Altersgenossen anbelangt, die sind 1978 stehen geblieben und das war's. So. Die können's, die kapieren es nicht. Verstehen es einfach nicht oder wollen es nicht verstehen und hören sich es wahrscheinlich auch gar nicht richtig an. Und dann sollen sie. Ist mir eigentlich auch wurscht. Also, aber im Großen und Ganzen, die meisten findet richtig gut. Also die, mit denen ich gesprochen habe. Ich weiß ja nicht, was sie hinter meinem Rücken so reden. Aber ist eigentlich okay. Wie gehen denn Leute mit der Musik oder mit den Auftritten von Knorkator um, die sowas noch nie gesehen haben? Also die sowas noch nie gesehen haben, ist oftmals so, du siehst, also mir macht es ja immer besonders viel Spaß, da ich ja den ruhigen Part in dieser Kapelle habe und die Leute gut beobachten kann. Man sieht ganz deutlich, wer es kennt und wer es nicht kennt. Also die es kennen, die brüllen ja, denn die stehen meistens auch vorne, so die ersten 5 bis 10 Reihen, die können dann die Texte alle in- und auswendig und können da mitsingen und so weiter. Aber manchmal kommt es ja auch vor, dass vorne Leute stehen, die es nicht kennen. Die gucken dann meistens so die ersten Viertelstunde oder 20 Minuten doch sehr verdutzt. Aber sie gucken. Also es ist nicht so, dass sie jetzt sich irgendwie angeekelt abwenden oder irgendwas. Also sie gucken. Und meistens ist es auch so, dass sie im Laufe jetzt des Konzerts irgendwie vom Staunen dann auch ins Schmunzeln kommen. Also mir ist es ganz extrem mal aufgefallen, das war vor 2 Jahren beim Withful Force. Und da kannte man es ja nur noch nicht so doll. Und da konntest du richtig sehen, wer uns kannte und wer nicht. Und da waren wirklich ganz viele Gesichter, die so da stehen. Und dann irgendwie so irgendwann dann so, ihnen kam dann so ein Lächeln ins Gesicht. Und es wurde am Schluss eigentlich, haben sie das alle gefeiert. Gibt es für euch in der textlichen Umsetzung oder auch auf der Bühne irgendwelche Sachen, die ihr nicht machen würdet? Ja, also bis jetzt eigentlich, das ist eigentlich politische Sachen. Sicherlich gibt es das. Also, ich würde mal sagen, Nazis, Kindersex, also eigentlich alles, was ganz böse ist, was wirklich böse ist. Weil, also ich glaube auch, dass sowas ganz schnell dann auch in den falschen Hals kommen kann. Auch wenn du sowas auf die Schippe nimmst oder irgendwie. Es gibt ja doch immer irgendwelche Idioten, die denn. Das ist ja bei uns eh schon auch ein Problem teilweise. Glücklicherweise muss ich sagen, ist bei uns relativ wenig Randaliererei bei den Konzerten. Und die Leute kommen eigentlich hin und kicken sich das an und feiern mit uns. Aber es gibt bestimmt immer irgendwelche Idioten, die das nicht richtig verstehen und dann. Wäre das in solchen Fällen dann noch sehr gefährlich, glaube ich. Also wenn du irgendwie so eine Themen aufgreifst. Ich meine, bei Rammstein ist es ja auch so gewesen, dass dann teilweise wirklich ein Haufen Glatzen da am Anfang aufgekreuzt sind. Und die ganz schnell in die Kategorie Neonazi-Kapelle gerutscht sind. Also sind sie ja nicht, haben sie ja, ist ja Quatsch, aber wollten dann noch viele. Wenn morgen die Fee kommt und sie hätte 3 Wünsche in ihrer Tasche, für was würdest du dich entscheiden? Oh, das ist ja sehr schwer. Also ich würde mir eine unbegrenzte Brillen- und Gitarrensammlung wünschen.
Und ja, dass ich noch ganz lange Musik machen kann, bis ich uralt bin, weil ich gar nicht weiß, was ich sonst machen sollte. Und ja, dass mein Privatleben glücklich ist, irgendwie. Also so, wie es jetzt ist.